geflügelte Wort ist mittlerweile, das stimmt doch nicht. Der Trainer geht in der Halbzeit in die Kabine, Michael Reschke ist schon dort. Also, das ist das, was ich höre. Okay, was Sie hören. Richtig, ich war bei diesem Gespräch dabei und es war nach dem Spiel und ich war dabei und ich kann sehr wohl beurteilen und ich kann Ihnen nachher erzählen, dass ich das, was Sie gehört haben, falsch ist. Und ich bleibe dabei, dass es mag ja sein, das mag ja sein. Man sieht ja auch in der Öffentlichkeit, dass Michael Reschke offenbar einen sehr ausgeprägten Drang hat, zu allen Themen, die es überhaupt gibt, im Fußball Stellung zu nehmen. Und er ist derjenige, der alles entscheidet. Das ist auch vielleicht, sagen Sie jetzt wieder, das stimmt nicht, inklusive Gerhard Mayer-Vorfelder gab es, glaube ich, noch nie einen, der so viel Macht hatte im VfB Stuttgart, wie es Herr Reschke hat. Und Sie sind ja jetzt bei allem Respekt auch nicht der große Fußballfachmann. Und haben sich diesem Konstrukt ausgeliefert. Sie nehmen das hin. Okay. Also, nein, Sie dürfen bitte. Ich habe nie behauptet, ich habe noch nie professionell Fußball gespielt. Darum geht es auch gar nicht. Ich habe gerade schon betont, Wir haben im Verein sehr viel Fußballkompetenz außerhalb von Michael Reschke. Mit dem Trainer, mit Thomas Hitzlsperger, im Präsidium mit Guido Buchwald und Hermann Ohlicher. Das heißt, es ist eine ausgewogene Besetzung, in der diskutiert wird. Und alle Entscheidungen sind einstimmig getroffen worden. Also Guido Buchwald hat zum Beispiel die Entlassung von Taifun Korkut kritisiert, hat gesagt, dass er sehr überrascht war. Und dann führen Sie Hermann Ohlicher an. Das ist ein wirklich toller Typ. Aber der hat Fußball gespielt vor, weiß ich nicht, 40, ja, 50 jetzt? Jahren. Ja, ja, klar, okay. Der kann kaum als Fußball-Sachverständiger oder Experte für das heutige Niveau gelten. Ja, haben Sie also da, finde ich, machen Sie es sich ein bisschen einfach. Sie auch. Sie bringen so viele Dinge durcheinander. Was hat denn das die Frage mit der Entlassung von Taifun Korkut? Ja, weil Sie sagen Fußball-Sachverstand. Sie erwecken ja den Eindruck, als wäre Fußball-Sachverstand in der Führungsebene da und als würde man auf den zurückgreifen. In dem Fall ist das mit Sicherheit nicht passiert. Auf den greifen wir zurück. Und Guido Buchwald war in die Entscheidung eingebunden. Guido Buchwald in die Entscheidung eingebunden. Und wenn wir schon mal darüber reden, er war sogar der Meinung, dass er hätte das früher machen müssen. Das ist nur nebenbei. Er hat, was er gesagt hat, er an dem Tag, wo entschieden worden ist, in der Tat nicht eingebunden war. Das ist richtig. Da war der Präsidialausschuss eingebunden und nicht der gesamte Aufsichtsrat. Das ist der Präsidialrat richtig. Besteht aus wem? Aus Hermann Ohlicher, aus Wilfried Pfort und aus mir. Ja. Also Oliver, und von mir. Zunächst mal müssen wir uns der Kritik stellen, die momentan da ist. Das ist ein Tabellenletzter mit anderen Erwartungen, sind wir jetzt hier gegangen. Deswegen das Kritik berechtigt, ganz vollkommen klar. Nur man sollte da einfach mal das sachlich die Themen angehen. Und wir haben aus meiner Sicht, die Kaderplanung war vernünftig, die war ausgewogen, die war in Ordnung. Wir haben sicherlich Probleme, über die wir nachher noch sicherlich ausführlicher sprechen werden. Überhaupt keine Frage. Aber das festzumachen einer Person ist einfach falsch. Und ich finde es einfach auch despedierlich zu sagen, ein Hermann Ohlicher, weil er vor 30 Jahren Fußball gespielt hat, hat keine Ahnung. Ich finde es einfach unmöglich. So geht man Menschen nicht um. Entschuldigung, so geht man. Herr Dietrich, das habe ich so nicht gesagt. Deshalb unterbreche ich Sie. Ich habe nicht gesagt, er hat keine Ahnung. Aber wenn Sie von einem Präsidialrat sprechen, dem Sie angehören, ein Vorstandsmitglied Ihres Anteilseigners und Sponsors Mercedes und dann einen Spieler, einen Ex-Spieler dort drin haben, der vor langer, langer, langer Zeit wunderbar Fußball gespielt hat, dann finde ich nicht, dass das einer AG würdig ist, sondern das klingt für mich nach dem guten alten Verein. Also zunächst mal haben wir darüber hinaus noch ein Präsidium, den gehört Thomas Hitzlsperger, ich habe das vorher schon gesagt, der ist auch genauso wie des Haupteigentümers VfB, der hat 88% der Anteile des EVs an der AG, da ist Thomas Hitzlsperger mit drin. Wir haben dann in der AG im Aufsichtsrat darüber hinaus Guido Buchwald, im Präsidialausschuss, das ist der Ausschuss, wo Entscheidungen, die kurzfristig getroffen werden müssen, entschieden werden, bevor sie im Aufsichtsrat insgesamt entschieden werden. Insofern hat es mit dem EV... Aber Herr Dietrich, die Stimmung in Ihrem Verein ist lausig schlecht. Und sie ist lausig schlecht. Das liegt aber vielleicht auch am Tabellenplatz. Ja, nicht nur deshalb. Sie ist lausig schlecht wegen eines Mannes, der vielleicht ein bisschen übertreibt mit allem, was er tut.
tun will und was er schaffen will. Gut, wenn, vielleicht Oliver Drenos, jetzt lassen Sie doch mal Ihre wir drehen uns ein bisschen im Kreis. Das hattest du eben schon Rechte-Bashing weg. Lassen Sie es einfach mal weg. Das hat doch keinen Sinn. Die bringen ja alles durcheinander jetzt. Dass die Stimmung in einem Verein, der Tabellenletzter ist, nicht gut ist, ist so. Richtig. Die war auch Michael, der Vorstand des Vereins, mit Michael Reschke mit dran, wurde noch im Sommer vor 2-3 Monaten entlastet von der Mitgliederversammlung mit 92%. Das ist mal ganz nebenbei. Das zum Thema Stimmung. Der Aufsichtsrat wurde 88% entlastet. Das auch zum Thema Stimmung. Dass dann natürlich in dem Moment, und wir wurden gefeiert, auch Michael Reschke wurde gefeiert für die Kaderplanung, in den Medien, überall. Wir haben vorher im Vorgespräch darüber gesprochen. Ich wüsste nicht, was diese Kaderplanung insgesamt zu bemängeln wäre im Moment. Dass es natürlich, ich momentan den Beleg nicht habe, dass wir mit dem als Tabellenletzter muss ich natürlich demütig sagen, wir stehen ganz schlecht da, vollkommen klar. Und die Gründe sind vielschichtig, über die wir sicherlich noch sprechen werden. Mhm. Dazu gehört auch ein bisschen Verletzungspech dazu, dass die zwei erfahrenen Spieler, die wir dazugeholt haben, der eine ist verletzt, der andere ist momentan, wie er selber sagt, noch nicht in der Verfassung, wie er der Mannschaft helfen kann. Die jungen Spieler sind nicht so weit. Wir haben wirklich, ansonsten haben wir den Kader erhalten vom letzten Jahr. Wir haben lediglich Daniel Ginczek abgeben müssen, nicht wollen, abgeben müssen. Warum haben Sie den abgeben müssen? Weil das Angebot aus Wolfsburg so hoch war. Ja, unter anderem deswegen. Ich dachte, Sie haben, der VfB steht auf gesunden Füßen. Ich glaube, dass es ein großer Fehler war, Daniel Ginczek abzugeben. Okay, klar. Weil der mit einer der Faktoren war, die für den Erfolg in der Rückrunde mitgesorgt haben. Also im Moment haben wir... ist ja nicht ein Dialog hier nur. Im Moment ist es das, ja? Ja. Aber der ist spannend, der Dialog. Was du das sagst, oder? Wissen Sie, ein Teil der Fans hat Michael Reschke kritisiert, hat zu lange gewartet. Es gab ja, Michael Reschke, der Teil von Korkut, hatte leider nie auch bei den Fans die ganz große Lobby. Da gab es einen großen Teil, der gesagt hat, das war zu spät. Andere sagen, es ist zu früh. Ich weiß nicht, was Sie eigentlich meinen. Was war jetzt zu früh oder zu spät? Also ich meine ganz einfach, dass der Verein keine Linie hat. Sie haben damals, als Jan Schindelmeiser Manager war, waren es die jungen Wilden. Dann kam Michael Reschke, der hat dann erstmal Erfahrungen satt gekauft. Dabei träumen alle von den jungen Wilden. Sie reden davon, aber auf dem Platz sehe ich einfach ein bisschen davon und am Ende passt es nicht zusammen. Hm.